herzlich willkommen zu einem neuen Video und zu einem sehr besonderen Video. Und zwar geht es heute um eine Erfolgsgeschichte, die ich mit euch teilen muss. Ja, um eine richtig, richtig gute Transformation aus unserer Community, aus der Fit and Shredded Army. Das bedeutet, Leute, es geht um die Tanja und die hat das Fit and Shredded Programm gemacht. Ja, aber der Fokus ist natürlich in diesem Video vor allem einfach auf ihre Erfolgsgeschichte hinzuweisen und euch zu zeigen, was wirklich möglich ist. Die Tanja ist 19 Jahre alt, kommt aus Linz, also aus Österreich, freue mich besonders und war immer schon ein bisschen dicker. Sie war jetzt nicht wirklich extrem dick, aber sie war, beziehungsweise es geht darum, was sie möchte und für die Tanja war es ihr einfach zu viel. Sie hat sich nicht mehr wohlgefühlt in ihrer Haut, sie war für sich einfach auch zu dick und hat mit Fit and Shredded, Leute, 9 Kilo abgenommen in 12 Wochen. Respekt! Es kommt dann auch noch gleich ein eigenes Video von der Tanja, wie sie noch mal ein bisschen über ihre Geschichte erzählt. Also 9 Kilo in 12 Wochen ist eine unfassbare Leistung. Ich bin da echt stolz drauf und wollte das einfach unbedingt als Video bringen, um euch zu inspirieren, zu motivieren und zu zeigen, was möglich ist. Also in 12 Wochen, Leute, 9 Kilo. Die Tanja, sie hat mir eine lange Nachricht geschickt. Sie meint, dass diese 12 Wochen auch auf keinen Fall einfach waren, also teilweise war es auch ein bisschen härter, aber sie hatte dann wirklich immer Fortschritte von Woche zu Woche, sie hatte so kleine Ziele, die sie erreicht hat und das hat ihr einfach wieder die neue Motivation gegeben. Und das ist auch etwas, was ich euch immer sage, setzt euch natürlich große Ziele, aber ihr braucht auch immer kleine Teilziele, weil ihr müsst kleine Ziele erreichen, um neue Motivation zu tanken und das, die Tanja hat das komplett bestätigt. Was ich natürlich auch extrem cool finde, ist, dass sie mir gesagt hat, dass jetzt wirklich Ernährung und Sport eine sehr große Rolle in ihrem Leben spielt. Also es war jetzt nicht nur 12 Wochen 9 Kilo verlieren und sich komplett zu verändern, sondern also Sport ist ein sehr wichtiger Teil geworden, Ernährung, sie ernährt sich gut, sie ist fit, gesund. Sie hat da, also ihr müsst immer das so sehen, Leute, wenn ihr so eine Veränderung durchmacht, wenn ihr so eine Transformation und so eine Erfolgsgeschichte durchmacht, ihr werdet ja wirklich ein komplett anderer Mensch, also ihr habt ein ganz anderes Lebensgefühl, ihr seid viel fitter im Leben, ihr fühlt euch gesünder, natürlich seht ihr viel besser aus und dadurch habt ihr auch ein viel höheres Selbstbewusstsein. Diese Disziplin, die ihr im Training und Ernährung lernt und aufbaut, er bringt dir wirklich ins komplette Leben mit, sei es Beruf, sei es Familie, sei es Freundschaften. Also dieses Lebensgefühl, das man dann hat, wenn man das Ganze wirklich durchzieht, ist wirklich unfassbar und etwas Unbeschreibliches. Sie meint auch, sie hat sich bereits neue Ziele gesetzt, was ich richtig gut finde, weil sie hat etwas geschafft und jetzt geht es direkt weiter. Neue Ziele setzen, weiter daran arbeiten, weiter zu wachsen, das ist enorm wichtig. Aber Leute, die Tanja hat uns ein Video geschickt und das schauen wir uns jetzt an. Hallo, mein Name ist Tanja, ich bin 19 Jahre alt und komme aus Linz. Ich würde euch gerne erzählen, wie ich es geschafft habe, durch das 12-Wochen-Programm Fit and Shredded 9 Kilo abzunehmen. Ich habe das gestartet, da ich mich einfach gar nicht mehr wohlgefühlt habe in meinem Körper. Ich konnte mich nicht mehr in den Spiegel ansehen, mein ganzes Gewand wurde zu klein, unter Menschen fühlte ich mich echt schon unwohl und ich musste einfach was ändern. Und am Anfang war es für mich echt hart, die Ernährung umzustellen. Also die ersten 2-3 Wochen vom Programm, da ich immer unregelmäßig gegessen habe. Und im Programm hast du eigentlich deine regelmäßigen Mahlzeiten. Und das viele Essen, vor allem mir wurde erst im Programm klar, wie viel man eigentlich essen kann mit gesunder Ernährung, was ich vorher gar nicht gewusst habe oder gar nicht gemerkt habe, weil ich immer irgendwas gegessen habe. Und am schlimmsten war es, wenn wir mit Freunden oder Familie unterwegs waren und die aßen Pizza oder so neben dir und du saßt dann da mit deinem Cottage Cheese. Aber mittlerweile ist mir das echt schon egal und nach der 3., 4. Woche kommst du in den Plan rein und du konzentrierst dich nur auf dich und versuchst halt das Beste daraus zu machen. So war es bei mir halt. Und mich hat am meisten motiviert die kleinen Erfolge, was ich von Woche zu Woche hatte und was man auch gesehen hat. Und es hat mich motiviert weiterzumachen, nicht aufzugeben und immer 100% zu geben, auch im Training. Du merkst wirklich von Woche zu Woche, wie viel Kraft du aufbaust und die Muskeln machen sich dann auch sichtbar. Auf die war ich immer so stolz. Und mittlerweile könnte ich gar nicht mehr ohne gesunde Ernährung und Sport leben. Auch jetzt nach dem 12-Wochen-Programm
halte ich immer noch meine Ernährung. Also ich verzichte jetzt nicht wirklich auf Wasser, aber ich schaue trotzdem noch, dass ich auf meine Makros komme und mache halt trotzdem 5-mal die Woche Sport. Also ich bin echt froh, das 12-Wochen-Programm gemacht zu haben, weil es hat mein komplettes Leben verändert. Ich bin selbstbewusster, ich habe echt Spaß im Sport und ich habe mir jetzt neue Ziele gesetzt und ich versuche immer an mir zu arbeiten und das Beste daraus zu machen. Ja, ich finde es einfach nur Hammer. Ich finde es richtig, richtig gut. Ich bin sehr stolz darauf, dass das auch mit meinem Programm gemacht wurde, mit Fit and Shredded. Und ich jetzt die Möglichkeit habe, durch diese Reichweite auch andere Leute zu motivieren, zu inspirieren. Und ja, Tanja, nochmal danke und richtig cool, dass du da mitgemacht hast, dass wir ein Video hier machen konnten auf YouTube und den Leuten deine Erfolgsgeschichte zeigen können. Weil man muss das machen, ja, man muss euch da draußen motivieren und inspirieren und euch zeigen, was möglich ist. Und ja, großen Respekt an die Tanja und Freunde, wenn ihr das Video seht, ja, und das einfach nur toll findet, was sie da gemacht hat und euch denkt, Respekt für diese Leistung, Daumen nach oben. Das ist so der größte Beweis jetzt in diesem Video eigentlich. Hey, Tanja, Respekt. Und deswegen von mir würde es 500 Daumen nach oben für dich geben, Tanja. Also Respekt für diese Leistung. Und ich denke, dass jetzt jeder, der das Video schaut, ja, deine Leistung toll findet und den Daumen nach oben klickt. Das war's mit der Erfolgsgeschichte von der Tanja. Ja, schöne Grüße nach Linz, Tanja. Leute, ich finde es den Hammer, wenn ihr ja durchstarten wollt und eine Transformation erreichen wollt, sprich Fett abbauen, einfach in Form kommen, euch wirklich zu verändern, nicht jetzt nur im Beruf, im Bereich des Körpers, sondern Selbstbewusstsein aufbauen, wirklich ein neues Lebensgefühl schaffen, einen neuen Lebensstil einnehmen, dann checkt auf jeden Fall das Programm ab, Fit and Shredded. Ich habe ein eigenes Video schon gedreht, wo ihr genau erfährt, was da genau drin ist. Ja, das ist ja Training, Ernährung, aber auch Sachen wie Motivation, Supplementplan. Also da ist wirklich komplett alles drin. Und wenn ihr das durchzieht, ihr seht es an der Tanja, wie gesagt, 9 Kilo in 12 Wochen, richtig, richtig Hammer. Und sie hat sich auch so ihr Leben wirklich damit komplett geändert. Und das macht mich auch sehr stolz. Ihr könnt auch gratis, also die ersten Gratis-Seiten plus 2 Gratis-Kapitel runterladen. Link ist da in der Beschreibung, also das bekommt ihr komplett kostenlos. Wenn ihr jetzt nicht genau wisst, ob ihr damit zum Beispiel starten solltet, könnt ihr das komplett kostenlos runterladen und dann habt ihr einfach mal einen Einblick und seht, wie das Programm eigentlich so ist, wie das E-Book so, ja, was das alles so drin ist und dann könnt ihr noch immer entscheiden. Das bedeutet, Link in der Beschreibung. Freunde, macht das und ich würde mich freuen, ja, wenn auch viele weitere von euch in unserer Community sind, in unserer Fit and Shredded Community. Und ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bin jetzt raus. Daumen hoch für die Tanja und auch nochmal von mir. Größten Respekt, gib weiter Gas, setz dir neue Ziele, wir geben gemeinsam Gas und ich habe dir versprochen, wenn ich in Linz bin, gehen wir gemeinsam trainieren. Vielleicht machen wir ein Video zusammen, vielleicht interessiert es ja die Leute, bin ich sehr davon überzeugt. Und jo, schönen Tag, meine Freunde, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Ich bin raus, ciao.